Hi, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Thementeams. Das heutige Thema ist Fabelwesen. Schauen wir mal rein, welche Pokémon ich dabei habe. In der heutigen Fabel sind einmal Keldeo, Bandleby, Tricephalo, Traumagil, Primarine und Grabbit dabei. 6 sehr starke Pokémon. Wir haben wieder ein besonderes Pokémon dabei mit Keldeo. Heißt also, wir werden selber gegen besondere Pokémon spielen. Mal gucken, wie gut wir uns schlagen werden in Runde 1. So, und damit herzlich willkommen in Runde 1. Wir müssen gegen Groudon, Rayquaza, Kyogre, Darkrai, Hooper und Mewtwo ran. Ein volles, legendäres und mysteriöses Pokémon-Team. Nichtsdestotrotz, wie jede Thementeam-Folge, bin ich zuversichtlich, dass wir auch das hier gewinnen können. Weil meine Pokémon sind echt nicht schlecht. Also, das sind alles Pokémon, die man immer mitnehmen kann, technisch gesehen. Vielleicht Bandleby nicht oder Bandleby, wie man es aussprechen mag. Das ist so das einzige Pokémon, wo ich so ein bisschen Sorge habe. Ich spiele es gerade in Doppelkämpfen. In Doppelkämpfen ist es gar nicht mal so schlecht. Aber in Einzelkämpfen kann ich es mir nicht optimal vorstellen. Wir werden es aber mal ausprobieren. Ich werde es direkt am Anfang mitnehmen. Ansonsten brauche ich irgendwas gegen alles. Gegen alles. Bestenfalls irgendwas in der Richtung Fee, deswegen Primarine, wegen Darkrai und Hooper. Und wie kann ich Groudon, Kyogre und Rayquaza ganz gut countern? Ich denke mal Keldeo, oder? Ich denke mal Keldeo ist das Beste, was ich noch so mitnehmen könnte. Ist ein bisschen ärgerlich gegen Mewtwo. Wobei, Tricephalo vielleicht. Ja, komm, nehmen wir Tricephalo mit und gucken, was passiert. Sehr starkes Team von meiner Gegnerin. Ist ja auch offensichtlich, wenn man eben so viele legendäre und mysteriöse Pokémon mitnimmt. Aber ich glaube, mit diesem Team habe ich eine gute Chance. Je nachdem, wie sie es ausspielt. Es hängt sehr viel davon ab, wie meine Gegnerin das ausspielt. Rein von den Statuswerten her hat sie schon gewonnen. Aber man muss das natürlich immer schön sauber runterspielen und dann gehört da noch ein bisschen Glück dazu. Jede Attacke kann daneben gehen und schon kommt das Groudon raus. Das Shiny Groudon. Also Shiny Groudon sieht meiner Meinung nach nicht so cool aus, aber wenn es dann zu der Proto-Form wird, sieht es extrem cool aus. Dieses Schwarz passt richtig, richtig gut zu dieser Lava und das macht Groudon einfach richtig badass. Es kommt natürlich Entland raus, heißt also, das Sonnenlicht wird sehr viel stärker. Ja, mein Bandleby ist, wie gesagt, nicht der stärkste Pokémon und das sieht ganz schön witzig hier aus. So eine kleine Elfe, so eine kleine Fee gegen so einen Groudon. Ich werde aber Klebenetz direkt am Anfang einsetzen, um sicherzustellen, dass ich vielleicht in ein oder anderem Matchup schneller bin. Und mal gucken, was Groudon vorhat. Abgrundsklinge. Okay, das kann man auf jeden Fall tun. Ich habe einen Fokusgurt dabei, das heißt, selbst wenn es nicht genügend Schaden gemacht hätte, ich hätte es überlebt. Beziehungsweise meine wunderschöne Fee hier. Das Problem ist jetzt, Zauberschein macht nicht wirklich viel Schaden und Käfergebrumm auch nicht. Heißt also, technisch gesehen sollte ich auswechseln. Ich weiß, dass Abgrundsklinge kommt. Das heißt, vielleicht wäre der richtige Play jetzt, mein Tricephalo rauszuholen. Tricephalo gegen Groudon könnte aber sehr schmerzhaft werden. Aber ich werde es ausprobieren. Vielleicht könnte ich dieses Pokémon noch gebrauchen. Diese wunderschöne kleine Fee. Und wenn jetzt wirklich Abgrundsklinge kommt mit Schwebe, Tricephalo, kann ich das ja countern. Oh, es kommt Feuersturm. Das wird ein bisschen mehr wehtun. Aber Tricephalo hält das auch noch gut stand. Keine Verbrennung, sehr gut. Und ich werde jetzt direkt auf die Zeitattacke vom Typ Unlicht gehen und versuchen, so viel Schaden wie möglich zu machen. Ich bin eigentlich schneller, jawohl, sehr gut. Groudon ist leider nicht so ein schnelles Pokémon, was man verstehen kann, wenn man so groß ist und Landmassen eben erstellt, herstellt, erzeugt. Reicht schon eine Attacke? Ich bezweifle es sehr stark. Groudon ist so das Pokémon, das echt gute Verteidigung und Angriffswerte hat. Und Kyogre ist so das Gegenteil dazu, das hat gute Spezialwerte. Spezialangriff, Spezialverteidigung. Und es reicht nicht ganz. Drachenklaue kommt durch. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und die reicht leider gegen Tricephalo aus. Aber Tricephalo hat einen guten Job gemacht. Leider nicht den Job, den ich mir vorgestellt habe, mit eben der Abgrundsklinge abwehren. Aber nichtsdestotrotz hat er Groudon angeschwächt. Das heißt, ich kann jetzt mit meiner wunderschönen Fee Bandleby, Bandleby eigentlich mit einem Zauberschein Groudon besiegen. Das würde mich sehr wundern, wenn es nicht reicht.
Und dann hätten wir zumindest eins dieser majestätischen Pokémon besiegen können. Und ich habe ja immer noch mein wunderschönes Primarine im Hintergrund, das gute Arbeit leisten könnte, je nachdem, was er für andere Pokémon dabei hat. Zauberschein reicht, sehr gut. Vielleicht hat er ja zwei Unlicht-Pokémon dabei und ich habe zwei Feen-Pokémon, heißt also, vielleicht könnte ich dann was reißen. Das wäre der Optimalfall, aber ich denke, Mewtwo ist auch noch dabei, oder? Mewtwo, Rayquaza, sowas in der Art. Wobei Rayquaza wäre ja noch halb so wild, wegen dem Drachentypen. Rayquaza kommt, jawohl. Vielleicht bin ich noch schneller als Rayquaza. Bin ich das? Ich müsste sogar schneller als Rayquaza sein. Logischerweise trifft der Klebenetz gegen Rayquaza nicht, weil es fliegt. Aber Bandlebee hat eine echt gute Initiative. 129 Basisinitiative, das ist echt hoch. Ich kenne die von Rayquaza nicht aus dem Kopf, vor allem nicht von Mega Rayquaza. Aber ich könnte schneller sein. Es wird nicht reichen, aber ich könnte genügend Schaden machen. Na, Turbo-Tempo, okay. Turbo-Tempo habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Schade. Aber ich denke, ich wäre sonst schneller gewesen. Gut, jetzt ist es Zeit, das wunderschöne Primarine rauszuholen. Mein Primarine trägt ein Metronom. Das ist das Moveset, das ich damals im Testlabor ausprobiert habe und das ich eigentlich gar nicht mal so schlecht finde. Die Idee ist es eigentlich, die ganze Zeit Widerhall einzusetzen und dann immer mehr Schaden zu machen. Wegen dem Metronom eben, das Item, nicht die Attacke. Ganz wichtig. Aber ich denke, mein Mondgewalt ist hier der bessere Play. Und ein Turbo-Tempo wird ganz sicher nicht reichen. Erdbeben eigentlich auch nicht. Also das sollte Primarine gut standhalten können. Aber es kommt von einem Mega-Rayquaza, ne? Alter Vater, ey. Holy shit. Ja gut, eine Mondgewalt gegen Rayquaza reicht. Mega-Rayquaza. Das heißt, es ist ein 1 gegen 1. Und wenn jetzt das andere Pokémon nicht komplett verwirrt im Kopf ist und nicht super langsam ist, dann habe ich ein kleines Problem. Ich hätte auch sagen können, welches Pokémon welches Fabelwesen darstellt. Aber ich denke mal, das war ziemlich klar. Trikefalo, ein Drache. Das berühmteste Fabelwesen, denke ich mal. Dann hatten wir hier Primarine. Oh, es ist sogar Darkrai. Wow. Klebenetz kommt durch, aber ich denke mal, Darkrai ist nichtsdestotrotz, oder? Kann ich das echt noch gewinnen wegen dem Klebenetz? Bin ich schneller? Ich weiß es nicht. Nein, Darkrai ist. Oh, aber Primarine wehrt den Schlummerort ab und ich bekomme eine Mondgewalt durch. Das ist der sichere Tod für Darkrai. Sehr gut. Niemals aufgeben ist die Devise. Niemals aufgeben. Und so konnten wir dann gegen ein Darkrai, Mega Rayquaza und auch Proto Groudon gewinnen. Holy shit. Mit einem Bandlebee, das natürlich eine Fee, eine Elfe darstellen soll. Trikefalo, einen Drachen und einer Meerjungfrau namens Primarine. Sehr gut. Runde 1 gewonnen. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, nachdem ich mein Trikefalo gegen Groudon verloren habe, dass ich einpacken kann. Aber niemals aufgeben ist die Devise und genau mit dieser Devise gehen wir gleich schon in Runde 2 rein. Bis gleich. So, willkommen in Runde 2. Mein Gegner ist sehr, sehr zuversichtlich und hat nur 3 Pokémon mitgenommen. Und zwar Jirachi, Arcani und das Pokémon, das absolut hässlich ist und dessen Namen ich immer wieder vergesse. Aber wir werden es gleich sehen und dann werde ich mich wieder an den Namen erinnern können. Wir werden Keldeo und natürlich Traumagil sowie Grabbit mitnehmen. Die 3 Pokémon, die wir noch nicht gesehen haben. Ich denke mal, es ist klar, welche Fabelwesen diese 3 Pokémon darstellen. Keldeo, ein Einhorn. Auch sehr, sehr, sehr bekannt neben den Drachen als Fabelwesen. Dann natürlich Traumagil als Hexe und Grabbit als Osterhase. Tut mir leid, Kinder. Der Osterhase ist nicht echt und ich denke mal, Grabbit ist das einzige Pokémon, das den Osterhasen wirklich gut darstellen kann. Einfach nur, weil er der einzige Hase in Pokémon ist, der wirklich Eier hat. Man muss es sagen, wie es ist. Und deswegen habe ich ihn auch dabei. Also das sind so die Fabelwesen. Wir haben einen Osterhasen, einen Drachen, eine Fee, eine Meerjungfrau, einen Pony und eine Hexe. Das nenne ich mal ein Team. Gut, Keldeo gegen Jirachi. Interessantes Matchup. By the way, wir hatten ja letzte Folge Thementeam auch Jirachi dabei. Ein sehr, sehr starkes Pokémon. Ich finde die Shiny-Form von Jirachi gar nicht mal so cool. Ich finde die normale Form viel schöner. Viel, viel schöner vom Design her. So, Siedewasser kommt durch gegen Jirachi. Ich habe mir gedacht, das ist das
Beste, was ich tun könnte. Ich habe zwar eine sehr effektive Kraftreserve dabei, aber Psychokinese auf Hirachi. Okay, das sieht man nicht häufig. Das häufigste Set, was man auf Hirachi sieht, ist entweder irgendwas richtig Tankiges, was Nerviges oder eben sowas in Richtung Eisenschädel, Zen-Kopfstoß, Feuerschlag, Wunschtraum, sowas in der Art. Gut, da jetzt eine Psychokinese kommt und ich das weiß, könnte ich in Grabbit auswechseln. Grabbit ist perfekt hier eigentlich in diesem Matchup. Frage ist, wie viel Schaden bekommt Grabbit durch eine Psychokinese? Oder ich hole Traummagie rein, die Hexe. Weil Keldeo könnte mir das auch sehr, sehr wichtig werden. Wir wissen ja, oder wir kennen ja seine Pokémon und ich denke mit Misto-Schwert, eine Attacke, die nur Keldeo erlernen kann, könnte das noch sehr wichtig werden. So, Psychokinese von Hirachi kommt nochmal durch. Traummagie bekommt nicht so viel Schaden davon. Sehr gut. So habe ich es mir gewünscht. Überreste heilen Hirachi so ein bisschen hoch. Und mein Traumagil kann Magieflamme und Spukball. Ich bin auf Traumagil gegangen wegen Magieflamme. Ist eine sehr interessante Feuerattacke, die zwar nicht super viel Schaden macht, aber den Spezialangriff vom Gegner senkt. Hundertprozentig. Und da dieses Hirachi sowieso speziell angreift, kommt mir das nur ganz gelegen. Somit macht es noch weniger Schaden. Und da ist es, der Spezialangriffsdrop. Und jetzt kommt Kehrtwende. Auch eine Attacke, die man auf Hirachi sieht. Sehr interessant. Was kommt denn jetzt raus? Was könnte es sein? Lasset mich raten. Es ist nicht das Pokémon, dessen Namen ich nicht weiß. Oder? Komm, so viel Auswahl hast du nicht. Du hast nur zwei andere Pokémon, die du auswählen kannst. Da gibt es nicht so viel auszusuchen. Was ist es? Thanatora. So heißt das Pokémon. Also schaut euch das mal an. Also, ich würde wirklich sagen, dass das hässlichste Pokémon ist, das es so zu bieten hat. Tut mir leid an jeden, der dieses Pokémon sehr gerne hat. Ich kann es mir sehr schwer vorstellen, aber es kann ja auch sein, dass jemand dieses Pokémon als Lieblings-Pokémon hat. Vielleicht steht ja jemand auf sowas, was auch immer das darstellen soll. Ich kann es nicht wirklich erkennen. Hat sehr interessantes Design. Wir gehen auf Spukball. Spukball ist Stab, macht am meisten Schaden. Ich denke mal, er wird Hausbruch einsetzen. Deswegen versuche ich so viel Schaden wie möglich schon mal von Anfang an durchzubekommen. Oh ne, es kommt Gegenstoß. Okay. Das wird gegen mein Traummagil reichen. Gut, jetzt wissen wir, dass er nicht Hausbruch eingesetzt hat. Und wir können auf Keldeo wieder rauswechseln. Keldeo, das wunderschöne Einhorn, ein relativ schnelles Pokémon, das eigentlich mit Misto-Schwert alles hier klar machen könnte. Ja, locker. Also es trägt ja den Wahlglas. Da sollte ich mir keine Sorgen machen. Ein Misto-Schwert und Thanatora sollte Geschichte sein. Außer er wechselt jetzt aus. Es könnte sein. Er könnte ja, oder sie könnte ja die Kampfattacke predikten. Und er tut das sogar. Oder sie. Ich weiß gar nicht, kämpfe ich gegen ein Er oder eine Sie? Es ist eine Sie, okay. Oh, sie wechselt sogar in Arcani raus. Das haben wir auch alle drei Pokémon gesehen. Bedroher kommt durch, ist gegen mein Keldeo nicht wirklich wirksam, da ich ja nur Spezialattacken einsetze. Und Misto-Schwert macht nichtsdestotrotz super guten Schaden. Ich muss jetzt so ein bisschen den Turbo-Tempo fürchten, weswegen ich auf Grabbit rauswechsle. Weil der Turbo-Tempo gegen Keldeo könnte schon reichen. Arcani-Schaden darf man nicht unterschätzen. Ein majestätisches Pokémon. Ich glaube, damals haben die Entwickler auch gesagt, dass Arcani auch ein legendäres Pokémon sein sollte und dann haben die sich dagegen entschieden. Sehr schade eigentlich. Oh, Arcani setzt sogar Schutzschild ein. Dann habe ich eine freie Runde bekommen. Noch besser für mich, dann kann ich auf Erdbeben gehen. Egal was rauskommt, es wird wehtun. Wäre ein bisschen schade, wenn jetzt Irrlicht durchkommt von Arcani. Damit wäre mein Grabbit komplett useless. Aber es wäre gleichzeitig auch halb so wild, weil mittlerweile haben alle seine Pokémon so viel Schaden bekommen, oder ihre Pokémon, wieso sage ich andauernd seine, Entschuldigung, dass ich mit Keldeo eigentlich durchsweepen kann. Aber jetzt kommt erstmal die Z-Attacke von Arcani, ich denke mal, das ist die Feuer-Z-Attacke, jawohl, dynamische Maxi-Flamme. Das wird nicht reichen, oder? Alter, wie lange Arcani diese Attacke auflädt, holy shit, ist mir nie aufgefallen. Nee. Grabbit überlebt das sogar relativ gut und Erdbeben wird natürlich gegen Arcani reichen. So. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Er hat noch Thanatora, jetzt kann ich mir den Namen auch endlich merken.
Ich habe auch wieder er gesagt, ne? Sie hat auch wieder Thanatora und das wundervolle Jirachi. Das Problem ist, wenn ich jetzt gleich mit Grabbit besiegt werde, was sehr wahrscheinlich ist. Moment. Das Problem ist, wenn Grabbit besiegt wird, ich muss jetzt Erdbeben einsetzen. Ich kann nicht auf Ruckzuckhieb oder sowas gehen, weil ich eben eingeloggt bin wegen dem Wahlband. Und jetzt muss ich eigentlich auswechseln. Das wäre der richtige Play. Die Frage ist, kann Keldeo mit 64 KP eine Attacke von Thanatora aushalten? Ich glaube nicht, aber wir müssen es ausprobieren. Weil ich brauche Grabbit gegen Jirachi, bestenfalls. Wenn alles gut läuft. Thanatora geht auf Kalkklinge. Das ist das Beste, was eigentlich passieren könnte, weil das kann Keldeo auf jeden Fall überleben. Und jetzt bin ich wieder in einer guten Position, in der ich wieder Mystoschwert einsetzen kann. Und das Thanatora, wenn es trifft, auf jeden Fall besiegt. So, sehr gut. Dann habe ich doch richtig gemacht. Hätte ich mein Grabbit jetzt geopfert, hätte ich zwar mit Keldeo wieder, sag mal schnell, dieses Thanatora besiegen können, aber dann hätte Jirachi sicher ein Mystoschwert ausgehalten. Wir werden es ja gleich sehen, weil ich werde jetzt Keldeo quasi drinnen lassen, damit ich gleich, falls Mystoschwert wirklich nicht reicht, auf Ruckzuckhieb mit Grabbit gehen kann. Dann sollte eigentlich alles klar sein. So, Mystoschwert trifft. Das sollte nicht reichen eigentlich, oder? Oh, okay, es war ein Volltreffer. Gut, das ändert dann wirklich alles. Wir werden nie erfahren, ob es gereicht hätte oder nicht. Aber ich glaube schon, ich glaube schon. Vielleicht muss man eine Fabel oder so ein Märchen nachlesen. Dort wird es drinnen stehen, ganz sicher. Passend zu den Fabelwesen. Das war eine weitere Folge Thementeams. Hat Spaß gemacht. Keldeo ist ein verdammt starkes Pokémon. Ich habe es damals in der 5. Generation in Pokémon Showdown richtig viel gespielt, richtig gespammt. Ist einfach ein viel zu starkes Pokémon. Das Typing Wasserkampf ist gut dabei. Es kann gute Attacken erlernen oder ausreichend genügend Attacken erlernen, die gut sind. Man kann es unterschiedlich spielen, man kann Walschall spielen, man kann Walglas spielen, man kann Lebenorb spielen. Perfektes Pokémon eigentlich. Also, ich denke mal, es ist auch Overused. Würde mich wundern, wenn es nicht im OU-Tier ist. Und ansonsten, Grabbit, ein super cooles Pokémon, der beste Osterhase, den man sich vorstellen kann. Und allgemein, dieses Thementeam hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Also, das waren wirklich starke Pokémon, ausnahmslos, die ich dabei hatte. Und jedes konnte sich so ein bisschen zeigen in seiner eigenen Art und Weise. Gut, das war eine weitere Folge Thementeams. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin raus. Peace out.